Hallo, Herr Bashir. Man kennt Sie ja aus sehr erfolgreichen Serien, Streaming-Formaten, Game of Thrones natürlich allen voran, wer kennt es nicht. Aber auch die Krimi-Reihe Crossing Lines, da spielen Sie mit und viele andere weiter. Müssen wir vielleicht gar nicht aufzählen an der Stelle, denn Sie haben eine andere Rolle, die Sie spielen werden hier in Leipzig. Sie sind der Sprecher und Erzähler der Abenteuer der kleinen Trompete. Die erste Frage, wie kam es zu der Zusammenarbeit, dass Sie hier nach Leipzig gekommen sind? Das war, glaube ich, mehr oder weniger Zufall. Also ich habe in Leipzig studiert und der MDR ist auf mich zugekommen, ob ich mir das vorstellen kann. Und es gibt ja, also ich bin immer auf der Suche nach neuen Herausforderungen. Und sowas hatte ich vorher noch nicht gemacht, zumindest nicht in dem Rahmen. Und es gibt jetzt auch nicht so viele Orchesterwerke mit Sprecher. Deswegen hat mich das gleich interessiert und es ist auch ein schönes Stück, wie Sie schon gesagt haben. Sie sind Anfang der 70er Jahre in der Nähe von Dresden geboren, haben Ihre Kindheit und Ihre Jugend also in der DDR verbracht. Kennen Sie da die kleine oder die Abenteuer der kleinen Trompete schon? Sind Sie damit auch aufgewachsen? Also Hans Sandig sagt mir natürlich was. Die Abenteuer der kleinen Trompete tatsächlich, davon hatte ich noch nichts gehört. Ich habe jetzt bei der Vorbereitung festgestellt, dass es eine ganz wunderbare Schallplattenaufnahme gab mit Rolf Ludwig als Sprecher, der das natürlich grandios gemacht hat. Und also die Latte liegt hoch. Gut, dann haben Sie die kleine Trompete also jetzt erst kennengelernt und nicht wiederentdeckt. Aber das heißt, Sie können uns trotzdem ein bisschen was zum Inhalt des Stückes verraten. Ich glaube, es beginnt in einem kleinen Türmchen, da lebt eine kleine Trompete und ihr wird es da zu eng, oder? Ja, das ist relativ schnell erzählt. Also die Trompete wohnt mit den anderen Blechblasinstrumenten in einem Turm, wo sie regelmäßig mehrmals am Tag spielen. Und der Trompete wird es dann aber ein bisschen langweilig und sie beschließt, das Abenteuer zu suchen und sie büxt dann aus. Und die anderen machen sich auf die Suche nach ihr und auf ihrem Weg trifft sie dann alle anderen Instrumente, die es so im Orchester gibt und muss dann so ein paar Abenteuer bestehen. Jetzt liegt ja die Ersteinspielung schon eine ganze Weile zurück. Hans Sandig hatte die Abenteuer der kleinen Trompete vor 55 Jahren, also vor einem halben Jahrhundert schon eingespielt und aufgenommen. Da liegt natürlich die Frage nahe, was hat uns so ein Stück heute noch zu erzählen. Also vielleicht hat sich ja die Art und Weise verändert, wie wir Kindern Musikgeschichten erzählen oder was Kinder vielleicht auch neugierig und spannend finden. Wie geht denn da diese Neuinszenierung, diese Neueinspielung vielleicht dran? Also man kann sich jetzt da nicht hinstellen und was ganz anderes machen, als Hans Sandig sich das vorgestellt hat. Man kann natürlich versuchen, das ein bisschen zeitgenössischer zu interpretieren, aber die Musik steht schon für sich und ich glaube, es ist für Kinder auch total spannend, also so eine Geschichte erzählt zu kriegen und eben spielerisch an klassische Musik rangeführt zu werden. Ich glaube, daran mangelt es ja dann relativ häufig auch. Ne? Man hört ja immer dieses große Geschrei, den Kindern fällt es immer schwerer, Zugang zur klassischen Musik zu finden. Es gibt vielleicht zu wenig Angebote, die irgendwie auch auf die Bedürfnisse zugeschnitten sind. Das könnte sich ja dann zum Beispiel mit der Neueinspielung wieder ein Stück weit ändern, mit einem neuen Angebot, das man Kindern unterbreitet, um klassische Musik kennenzulernen. Herr Bashir, um nochmal ein bisschen auf Ihre Biografie zurückzukommen. Bei Ihnen war das, glaube ich, ein bisschen anders. Ihnen ist der Zugang zur klassischen Musik vielleicht ein bisschen leichter gefallen. Ihr Onkel war ja der sehr erfolgreiche Bariton Eckhard Bashir. Wie muss ich mir das vorstellen? Der kleine Tom, wurde der jeden Samstag dann in die Oper gezerrt, schon wieder Wagner am Himmel? Nee, so war das gar nicht. Eigentlich hat es damit begonnen, dass meine Eltern meinten, dass ich nicht ausgelastet bin in der Schule und sie gesagt haben, ich müsste ganz dringend noch was anderes machen und dann wurde beschlossen, ich weiß gar nicht, ob ich gefragt wurde, wahrscheinlich wurde ich einmal gefragt und habe dann leichtfertigerweise ja gesagt, dass ich jetzt Klavier lernen soll. Die ersten Jahre waren mühsam und ich wollte dann auch mehrmals zwischendurch aufgeben, aber dann, als es so ein bisschen besser lief, da war ich dann schon ganz froh und bin dann selber auch dran geblieben. Und dass mein Onkel ein bekannter Sänger war, das hat natürlich auch eine Rolle gespielt in meinem Wunsch, jetzt einen künstlerischen Beruf zu ergreifen. Allerdings war der ja damals so viel auf Reisen. Also ich habe ihn zwei, dreimal im Jahr, wenn es hochkommt, gesehen. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, also hier in der Leipziger Oper, Hänsel und Gretel, das war so eine der ersten Opernerfahrungen. Sie haben es gerade schon gesagt, Sie haben Klavier spielen gelernt, damit Sie nicht mehr ganz so geschwätzig im Unterricht sind, sind ein paar Jahre dran geblieben und wollten Sie auch tatsächlich, gab es einen Zeitpunkt, wo Sie dann wirklich auch klassischer Pianist werden wollten? War das dann nee, also das war mir relativ schnell klar, dass es dazu nicht reichen würde und ich habe mal eine Weile so mit dem Gedanken gespielt, vielleicht Musiker zu werden, aber dann habe ich immer gedacht, dass das ein relativ
oder streckenweise ein sehr einsames Leben ist, weil man ja immer mit seinem Instrument alleine viele Stunden am Tag üben muss. Und da ich ein bisschen faul bin, kam mir das nicht so entgegen. Und mir ist dann zum Glück Schauspiel eingefallen. Da verspielt sich das alles aber so. Aber da darf man doch auch nicht so faul sein, oder? Nee, faul darf man nicht sein, aber man kann das besser kaschieren, wenn man mal nicht so viel Lust zum Üben hatte. Sie sind also nicht klassischer Konzertpianist geworden. Sie haben sich für die Schauspielerei entschieden, haben hier auch in Leipzig an der Hochschule für Musik und Theater Schauspielerei studiert. Und es war offensichtlich eine ganz gute Entscheidung, denn Sie sind ja recht erfolgreich in dem, was Sie da treiben. Wenn Sie das sagen. Ja, nee, das war eine tolle Zeit hier in Leipzig. Also ich bin damals an die Schule gekommen. Als ich 16 war, gab es hier noch so eine Institution, die nannte sich der Förderkurs. Also da wurden interessierte Jugendliche eingeladen und konnten sich dann schon so ein bisschen ein paar Mal im Jahr angucken, wie mit den Studenten gearbeitet wird. Und da war ich drin und bin dann so an das Studium quasi rangeführt worden und hatte dann hier echt während des Studiums eine sehr schöne Zeit. Und da ging es damals aber überhaupt nicht um Drehen. Das war ganz klar, dass wir alle zum Theater wollten. Und das habe ich natürlich dann erst die ersten 6, 7 Jahre war ich dann auch fest im Engagement an Theatern. Ich möchte vielleicht nochmal zusammenfassen. Ich spreche zwar jetzt hier nicht mit dem Konzertpianisten Tom Blagier, was ich auch gerne getan hätte, sondern mit dem Schauspieler Tom Blagier, den wir glücklicherweise in seinem vielseitigen, ja doch sehr vielseitigen Beruf hier erleben können in Leipzig als Erzähler und Sprecher des DDR Schallplattenklassikers Die Abenteuer der kleinen Trompete von Hans Sandig. Vielen Dank, Tom. Ich danke.